Pia Ebert von Corporate Europe Observatory. Hier auf der Konferenz war auch das sogenannte alternative Handelsmandat ein Thema. Was verbirgt sich dahinter? Das alternative Handelsmandat ist ein Versuch von verschiedenen Organisationen in Europa, Menschenrechtsorganisationen, Umweltorganisationen, Entwicklungsorganisationen, Gewerkschaften, sich zusammenzusetzen und tatsächlich eine alternative EU-Handelspolitik zu entwickeln. Und wir haben das genannt alternatives Handelsmandat, weil alles, was die EU handelspolitisch macht, beruht auf Mandaten, die die Kommission bekommt vom Rat. Und also ab diesen Mandaten ist eigentlich klar, die Reise geht in die falsche Richtung. Deshalb, wir wollen sozusagen einen anderen Fahrplan vorgeben und haben uns deshalb mit Organisationen zusammengeschlossen und mal sehen, wo der Diskussionsprozess jetzt hingeht. Dankeschön, Pia.